Digga, 7 Stunden Fahrt jetzt hin und 7 Stunden Fahrt zurück für 1 Stunde drehen. Es geht jetzt gleich nach München. Also ist ja München die Ecke, oder? Ja. Wir werden zum Ebersberger Forst fahren. Das ist ein Wald und da ist eine Landstraße. Und ihr müsst euch vorstellen, das Ganze hat auch eine Geschichte. Angeblich ist damals eine Frau dort gestorben bei einem Autounfall. Hat es aber irgendwie noch geschafft, an die Seite der Straße zu kriechen. Und alle Autofahrer sind vorbeigefahren. Keiner hat ihr geholfen und sie hat sich geschworen, wenn sie stirbt, dass sie Rache nehmen wird an den Leuten, die da quasi vorbeifahren. Ob das Ganze stimmt, das wissen wir nicht. Deswegen habe ich mich bereit erklärt. Tolga, du hast dich auch bereit erklärt, 14 Stunden Auto zu fahren, um den Fall zu lösen. Allein, wenn ich es erzähle, glaube ich es nicht. Kennst du? Steigen wir da auch raus? Ich fahre wieder zurück. Schau mal, ich steige auch, ich mache Sparring. Ich habe aber mal hier auch so ein blaues Auge. Ja, Digga. Wir haben genau jetzt noch 5 Stunden Fahrt vor uns. Wir haben 2 Stunden geschafft. Noch fühlt sich alles gut an. Hasbullah ist noch da, Hasbullah ist noch glücklich. Aber wir haben halt noch 5 Stunden Fahrt vor uns, ne? Position gefunden. Was ist gerade für eine App? Geht bei dir auch Siri manchmal einfach so an? Wenn irgendwas passiert, wenn ein Reh vor das Auto läuft oder so, machen wir die Kamera selbstverständlich wieder an. Eine kleine Anmerkung. 77% der Leute, die meine Videos schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Lass uns das ändern. Spontan, sondern die Macht. Wenn du noch nicht abonniert hast, hol es jetzt nach. Digga, der Typ hat offiziellen Schaden. CarPlay ist bei ihm einfach weiß. Und dann wundert er sich, warum er eine Brille trägt. Nachts auf der Autobahn mit weißen. Oder weißt du, das blendet, das ist wie ein Autolicht, ne? Es gibt 50 Parkplätze, er will auf dem Elektroparkplatz parken. Also, auch nochmal ein kleines Update. Das wird wahrscheinlich die letzte Szene auf der Autobahn sein. Es sei denn, es passiert irgendwas, Gott bewahre. Digga, ich habe Tolga gerade gesagt, dass das Auto nicht Allrad ist, sondern Heckantrieb. Und er meint, ach so. Also das wusste er noch gar nicht. Wir suchen Tolgas Kontaktlinse. Ich könnte schwören, als ich im Haus gestiegen bin, irgendwas ist runtergefallen. Das hat sich voll laut angehört. Meine Waffe kann es nicht sein, die ist im Kofferraum. Ah, es ist Portemonnaie. Nee, Portemonnaie ist doch da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob was runtergefallen ist. Und wenn was runtergefallen ist, was runtergefallen ist. Ey, kennst du das verunsichert einen, wenn man nicht weiß, was runtergefallen ist? Und am Ende, ich bin in Hamburg und meine Bankkarte ist weg. Wir sind jetzt ungefähr genau 5 Minuten von dem Wald entfernt. Es müsste alles noch in dieser Richtung sein. Ich bin euch ehrlich, wäre ich alleine, hätte ich jetzt schon Angst, ne? Ich dachte mir, ich lese, bevor wir erstmal da reingehen, noch ein paar Kommentare. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt. Viele schreiben die eine Sache und viele schreiben eine andere Sache. Hier schreibt zum Beispiel jemand, ich bin dort groß geworden. Freunde und ich waren da schon sehr oft, aber es passierte nichts. Allerdings ist ein alter Freund dort verunglückt und der meinte im Krankenhaus, bevor er starb, dass die Geschichte stimmt. Boah, ich habe irgendwas da gehört. Ach, da kommt ein Auto. Boah, ist das hier angehört wie ein Wildschwein? Was habe ich mit diesem Wildschwein? Ich kann mir auch am Ende des Tages nicht vorstellen, dass wir jetzt, wenn wir in die Straße reinfahren, dass da eine Frau im weißen Kleid steht. Das ist halt ein bisschen unvorstellbar, ne? Aber hier schreiben auf jeden Fall viele Leute was dazu. Der andere Kommentar. Ich habe sie auch schon gesehen. Bin abends im Hochsommer zu einem Freund gefahren. Auf einmal war da Nebel und plötzlich eine Frau, die mich direkt ansah. Im Rückspiegel aber nicht mehr zu sehen war. Hab ihm davon erzählt, nach dem Motto, mir ist auf dem Weg was Seltsames passiert. Dann hat er mir von der Legende erzählt, die mir nicht bekannt war, da ich aus Paff an der Ulm komme. Also es berichten auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, dass sie anscheinend irgendwas gesehen haben. Das Ding ist, es ist halt wirklich unvorstellbar. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man irgendwo auf irgendeine Art und Weise irgendeine Frau sieht. Kennst du, ich rede so groß, am Ende steht sie da mit weißem Kleid an der Straße. So, auch mit so einem Schild. Könnt ihr uns mitnehmen. Hier schreibt jemand anderes. Ich bin selbst schon durch den Ebersberger Forst gefahren und ich habe dort nichts gesehen. Aber eine Kommilitonin, keine Ahnung, was es ist, die in Ebersberg wohnt und dort schon öfter langfährt, behauptet, sie und ihre Kinder hatten sie schon einmal am Straßenrand stehen sehen. Weißt du, was krass wäre, wenn irgendeine Person sich denkt, ey, viele glauben an die Geschichte und da stellt sich trotzdem dann irgendeine Person hin, um den Leuten Angst zu machen. Das kann ich mir irgendwie auch vorstellen, dass es irgendwelche Psychopathen gibt, die sich ein Kleid aus dem Schrank von ihrer Mutter nehmen und sich da hinstellen. Hier schreibt noch jemand, bin mal um 2 Uhr nachts dahin gefahren und habe die weiße Frau gesehen. Das Ding ist, der Typ schreibt mal mit Doppel-L, ich glaube, das kann nicht stimmen. Noch eine Person schreibt, warum ist sein Illuminatenauge an der Kapelle? Kapelle weiß ich jetzt nicht, ob wir die so extrem filmen werden. Wir werden wahrscheinlich vorbeigehen und einmal kurz von außen filmen, aber wir werden da jetzt nicht reingehen und irgendwelche Sachen filmen. Aber ich habe auch gesehen in sämtlichen Videos, dass da wohl ein Illuminatenauge oben an der Spitze sein soll. Also wirklich Illuminatenauge mit dem Dreieck und so Strichen drumherum. Das ist eigentlich der perfekte Start, Jungs, dahin zu fahren. Also noch sehe ich nichts am Straßenrand. Ich habe immer die dicksten Eier, wenn wir noch nicht da sind. Ne? Und wenn wir dann kurz davor da sind, will ich nicht aussteigen. Stell mal vor, ihr seid genau da, Platz 3. Guck mal, bitte, wie Auge macht. Okay, wir sind genau 4 Minuten entfernt. Hasbullah müssen wir an der Stelle auch abmachen. Das ist nichts für ihn, er ist noch zu jung. Ich kann mir allgemein nicht vorstellen, Bruder, da irgendwo zu leben, weil sobald irgendwas mit Wald anfängt, nein. Warum fährst du eigentlich nicht? Ich fahre aus Sicherheitsgründen nicht. Die Legenden haben ja auch besagt, also mit Legenden meine ich halt die Leute, die halt sich da schon zu geäußert haben, haben halt gesagt, dass die durch ein weißes Licht abgelenkt wurden von der Fahrbahn. Und haben auch viele geschrieben, Bruder, das ist wahrscheinlich nur der Gegenverkehr gewesen. Warte, mach mal erstmal Zentralverriegelung, Digga. Ich schwöre auf alles, ob das stimmt oder nicht, ich habe trotzdem Angst. Weißt du, was ich noch krasser finde? Warum sitze ich vorne? Normalerweise, ich bin der größte Hosenscheißer, ich sitze eigentlich nie vorne bei sowas. Ich sitze eigentlich immer hinten wie ein Paket. Also in 500 Metern sind wir angeblich am Ebersberger Forst, ne? Aber ich weiß halt nicht, wo genau die Kapelle ist. Hier ist die Kapelle. Und da ist sogar Licht. Ey, da sitzt
18 Leute. Deswegen ist, wenn das Leute sind wie wir, die auch gerade nur auf der Suche sind, dann ist entspannt. Aber weißt du, was ich krass finde jetzt, ohne Spaß, ne? Hier ist null Nebel, aber immer... Genau, an der Stelle ist irgendwie Nebel. Stell dir mal vor, du willst hier wenden und du hörst nur diese Piep-Piep-Dinger vom Auto. Ich schwöre. Kennst du so, Totwinkelassistent geht an. Boah, Bruder, du wendest aber auch echt da, wo man vielleicht mal nicht wenden sollte. Ich schwöre, ich habe nichts Weißes gesehen, aber, man hat gesehen, aber ich habe irgendwas Rotes gesehen. Auffälliges. Ja, ja. Als ich da eben hingeguckt habe, ne, ich dachte, ich bin der Einzige, der das gesehen hat. Und ich weiß ganz genau, ich bin so ein Typ, wenn da jetzt ein Tier rüberläuft, das werde ich in Verbindung mit dieser Frau setzen. Bruder, ist das hier mit diesem Ebersberger, mit dieser Geschichte? Das sollte hier sein, ja. Hand aufs Herz, habt ihr irgendwo mal was mitgekriegt mit dieser Frau? Also stimmt die Geschichte oder nicht? Ja, ich denke mal, eher ist eine Verschwörungstheorie. Also dahinter steckt glaube ich nur meistens nur Flasche, aber ja, meiner Meinung nach ist es einfach so hergekommen. Wo kommt der? Halberg. Wie weit ist das? 30 Kilometer. Ja, 30 Kilometer. Ach, Bruder. Den ist so, gell? Ja, was geht, alles gut? Bruder, wir sind einfach 7 Stunden gefahren. Ich schwöre auf alles. Lass mal kurz hier aussteigen einmal. Ist schlimm, wenn man euch sieht im Video? Also die Geschichte stimmt nicht, oder was? Ich würde nicht sagen, nein, ich glaube nicht. Das ist die Kapelle? Ja. Der Typ sucht immer irgendwas. Als würde er sich hier auskennen. Guck mal, wir sind 7 Stunden gefahren. Was suchst du hier? Wir sind auch ein bisschen in den Wald reingegangen. Ja. Um da so ein bisschen rumzuschauen, ist auch nichts Besonderes. Danach sind die gekommen. Dann haben wir ein bisschen so erschrocken, so rumgeschrien. Achso, warte mal. Ja. Seid ihr nicht eine Gruppe? Nein. Achso, krass. Und ihr habt das dann wahrscheinlich auch durch TikTok irgendwie mitgekriegt, ne? Ja, genau. Er hat es mitbekommen. Ja. Und danach wollte er herkommen. Ist wie Breezy. Du hast bestimmt TikTok gesehen, direkt geglaubt und hergekommen, ne? Nein. Wegen dem Licht, ich sehe gar nicht, was da alles ist, ne? Ich dachte, vielleicht läuft die Frau fürs Video einmal über die Straße, aber... Ja, wir hatten auch Hoffnung, aber haben wir leider nicht gesehen. Schade. Hab mich an der Stelle gefreut. Und ich glaube, wir sollten uns eine Sache merken, wir sollten TikTok nicht glauben. Ja, okay, krass. Aber das, was wir jetzt gerade eben gesehen haben, wo wir dachten, das wären rote Augen, waren rote Kerzen. Also da ist auch jemand verunglückt. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht dieser Motorradfahrer war, von dem einen Kommentar, was ich eben vorgelesen habe. Aber da ist auf jeden Fall irgendjemand gestorben. Digga, stell mir sowas allgemein so gruselig vor. Allein sei es nur ein Unfall. Stell dir vor, du hast hier eine Panne, Digga. Dein Auto springt dich an. Und du bist alleine um 2 Uhr morgens. A, wer soll dir helfen? Und B, was machst du? Weißt du, ich meine, das gehört am Ende des Tages auch dazu. Ihr wisst, spontan sollen spontane Videos entstehen. Mir wurde der Link sehr, sehr oft geschickt und viele meinten, ey, fahr da mal bitte hin und guck mal, ob die Sache stimmt oder nicht. Also ich kann jetzt schon mal sagen, nach den Sachen, die wir jetzt alle gesehen haben und nicht gesehen haben, das Ding stimmt anscheinend nicht. Kennst du Leute, die Drama draus machen? Bruder, das ist eine verlassene Stadt hier. Guck mal, hier hat jeder sein Auto verloren. Also ich bin echt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir da ein bisschen mehr vorgestellt. Aber man kann am Ende des Tages auch nichts dagegen machen. Ebersberger Forst. Ich kann sagen, ich war hier schon mal und viel stellt sich da irgendwie auch nicht heraus. Also können wir mit gutem Gewissen sagen, die Story stimmt nicht. Das Ding ist, mich wundert es nur, am Ende des Tages haben ja viele Leute kommentiert bei dem Video und ich habe ja nur ein paar Kommentare quasi vorgelesen, ne? Es gab davon ja mehrere Kommentare und viele sagen halt, dass sie wirklich jemanden dort gesehen haben. Aber es kann A, Einbildung sein und B, kann das auch einfach Bluff sein, dass die Leute das einfach nur hingeschrieben haben, um die Geschichte so weiterzuführen, weißt du? Ich habe es getestet, wir sind hier durchgefahren. Und keine Frau haben wir gesehen. Die einzigen Lichter, die wir gesehen haben, waren irgendwelche Fernlichter. Ja. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder 7 Stunden zurück nach Hamburg. Das heißt, wir sind um 5:30 Uhr zu Hause. Geil.